war das ein Stück weit eine Suche nach der eigenen Identität. Einfach zu gucken, ja, was verbindet sich eigentlich auch mit einem Dialekt, wenn ich den spreche? Wie viele verschiedene Möglichkeiten habe ich da, mich anders auszudrücken? Und dadurch, dass ich eben mütterlicherseits Schwabe bin, liegt es natürlich nahe, mich damit einfach zu beschäftigen. Und so kam das eigentlich, dass ich den Dialekt sehr lieb gewonnen habe und auch gern darin spreche und natürlich auch sehr gerne da Lieder singe, weil es die Möglichkeit bietet, Dinge anders auszudrücken als auf Hochsprache. Schwäbischer Sprache. Es gibt aber auch Lieder, die normale Hochsprache sind und die trotzdem aber hier mit unserer Region zu tun haben. Und das war eigentlich auch so meine Idee, ein Programm zu finden, in dem ich was singe, was hier mit unserer Gegend zu tun hat. Es sind verschiedene Aspekte, die angesprochen werden sollen. Es ist zum einen die Liebe zur Heimat, die angesprochen wird. Also das sind dann Lieder wie zum Beispiel Im schönsten Wiesengrunde oder Kennt ihr das Land, den deutschen Gauen, wo es einfach auch um das Bekenntnis zum Schwabenland geht. Es geht dann aber in eine ganz andere Richtung, dass nämlich neben Heimatliebe durchaus auch Gräueltaten stehen. Also es heißt, es geht dann in die Richtung Nazi-Diktatur. Was ist hier in der Gegend passiert? Wo wurden die hin deportiert? Das nächste Lied ist eben ein Lied aus Birkenau, weil wir wissen von jemand, der hier im Haus geboren ist und mit 4 Jahren dann in Auschwitz gestorben ist. Und in Gedenken an die 2 will ich Ihnen jetzt das Wiegelied für Birkenau singen. So eine persönliche Verbindung habe ich nicht zu diesen Geschehnissen. Es ist eher so dass ich merke, das, was in den Geschichtsbüchern drinsteht, das war hier und heute genauso anwesend. Also das passiert nicht nur bei den großen Aufmärschen in Berlin und nicht nur an den Fronten, sondern das passiert hier in Häusern, die ich kenne. Das passiert auch Leuten, zu denen ich in irgendeine Verbindung eingehen kann. Ich habe während dem Abitur angefangen, hier Geige zu spielen, weil der Geigenunterricht einfach nicht mehr möglich war und ich aber trotzdem die Geige weiter pflegen wollte. Und so bin ich dann hier in die Jugendmusik reingewachsen und dann haben sich so die ersten Reisen ergeben, dass ich unterwegs war hier mit der Gruppe und es war immer sehr zweischneidig. Auf der einen Seite war es nicht leicht, hier in die Gruppe rein integriert zu werden, als jemand, der reingeschmeckt war, also der nicht von hier stammt, der zum Teil auch das Schwäbische damals noch nicht so mächtig war, wie sich das dann später einfach entwickelt hat. Und auf der anderen Seite aber doch herzlich willkommen hier im Haus. Und aus welchen Gründen auch immer, es sind viele, viele Sachen passiert, dass ich plötzlich, dann hieß es, Hanna, spiel doch hier Harfe, probier's doch mal. Oder du kannst doch schön singen, dann sing doch mal an der Stelle mal zwischendrin im normalen Programm ein Lied. Und das war für mich immer ein ganz großer Ansporn, das einfach zu tun. Und es hat mir unglaublich viel gebracht und mich auch sehr bereichert einfach. Ich tu, wie möchte spielen an seinem Schneckenhaus. Der Schneck, der ist zu müde.
man hat ja vielerlei Dinge das Jahr über. Und dann hat er eben, der Helmut hat die Künstler der Mundart ausgesucht. Und ich habe dann versucht, die Musik dazu zu packen, die wir so hier vorrätig haben und wir auch kennen. Und das darf ja nicht kostenmäßig so ganz teuer sein. So haben wir einfach gesucht, dass da ein Kompromiss gefunden wird, wer da mitmacht. Zur regionalen Kultur gehört neben der Sprache auch die Lieder und auch die Musik. Ich denke, das kann man, also nach meiner Auffassung kann man das nicht trennen. Weil das Lied hat früher, man hat ja kein Radio, keine CD. Man hat immer aber auch sehr viel gesungen, man hat die Musik selber gemacht. Und wir haben in Schwaben etwas die Liederidentität verloren. Der Gotthilf Fischer singt zwar mit vielen älteren Menschen, aber das vertreibt die jungen Leute. Wir müssen denen die Lieder wiedergeben, die Inhalte dieser Lieder wiedergeben, sei es aus der Revolutionszeit, sei es die romantischen Lieder und auch die dreckigen Lieder, die ganz üblen, die dürfen so aus sein. Wollen wir heute jetzt nicht gerade singen, aber das können wir auch. Ganz, also die Bandbreite ist ganz groß. In Portugal sagt man Fado dazu, zu der großen Traurigkeit. Und wir haben ganz, ganz traurige Lieder. Auf der anderen Seite aber auch ganz freche und ganz dreckige. Und diese Bandbreite wollen wir einfach auch erhalten. Und das gehört dazu, zu dieser Mundart. Kein anderer mehr als mein, so leben wir in Freude und Leid, bis dass der Tod uns beide scheint. Dann ade, dann ade, dann ade, mein Schatz. Und ich denke, gerade in der Verbindung mit der Musik dann, mit den Melodien der Tänze auch, haben wir dann eine ganz runde Palette unserer Kultur, die wir hier zeigen. So ein Mann kommt hin zum Kurben, der ist immer links ganz Jahr. Tags im Ort dort Schulerbube, abends hat der Kirchenchor, Sangverlei und Geigerstunde. Sonntags sind wir in der Kirche. Meiner Jugend hat man noch sehr viel gesungen. Einmal von der Kirche, unendlich viele Lieder. Dann musste man jeden Morgen in der Schule singen. Das war eine Selbstverständlichkeit, zwei, drei Lieder am Anfang, so wie es die Amis heute noch machen. Und bei uns können sie nicht mehr mal ein Lied singen. Und das ist natürlich ein Armutszeugnis an diese Kulturnation und Region, dass wir einfach nicht mehr singen können. Und das, die Kölner kennen das, die Bayern kennen das, aber die Schwaben, die singen im Stadion irgendwelche englischen Lieder. Und das will ich nicht, also da kämpfe ich drum und das ist ja unser gemeinsames Bestreben. Das ist einfach ein Stück Identität. Unser Kölner trifft sich alle vier Wochen am Sonntagmorgen. Da gibt es ein Weißwurstfrühstück oder Scholle und dann sitzt man da zusammen und singt zwei Stunden. Und dann sind wir alle zufrieden und gehen dann wieder heim und haben da einfach einen schönen Sonntagmorgen gehabt. Und am Freitag kommt, trifft man sich ein bisschen zum Tanzen, aber natürlich nicht so rein leistungsbezogen. Und dann ist es ein ganz wichtiger internationaler Treffpunkt. Hier im Haus haben schon mehr als 200 ausländische Gastgruppen gelebt, eine Woche lang mit uns. Und wir haben die versorgt und wir selber haben schon mehr als 60 Gastspielreisen gemacht in andere Länder.